Hey und herzlich willkommen zurück. So, was haben wir heute vor? Kurzen Schluck Kaffee trinken zur Stärkung. Ich habe mir gedacht, dass wir erstmal diese ganzen Quests hier abschließen können. Wir müssen zum Beispiel noch einmal mit Nettle reden und dem Bescheid sagen, dass der gute Hirschkönig tot ist. Ansonsten haben wir hier noch. Ach so, das ist noch von Amiri. Genau, die Zwergenruinen. Wie auch immer wir das genau machen sollen. Und wir haben doch noch diese eine Quest. Hier. Ne, warte, Moment. Wo ist es? Der uralte Fluch, genau. Scheitert in 27 Tagen. Da müssen wir nämlich auch noch hin. Wo müssen wir da eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich lese mal ganz kurz. Jot und Tristan haben uns vor einer großen Gefahr berichtet. Sie sagen, unsere junge Baronie werde von einem uralten Fluch angegriffen werden in nur einem Monat. Ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber wir sollten uns irgendwie vorbereiten. Ich jedenfalls bin wenig erpicht darauf, in einem Frosch verwandelt zu werden. Wo müssen wir denn dahin? War das nicht am Tempel des Elchs? Ich glaube schon. So, ich werde jetzt noch mal ganz kurz das Königreich auf automatisch machen. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Ich finde es nämlich super schade, wenn irgendein doofer Fehler passiert oder irgendwas. Das kann ja auch super viel passieren, wenn wir nicht da sind, dass irgendwie von Trollen oder keine Ahnung was angegriffen werden. Und ja, das war's dann mit unserer schönen Baronie. Irgendwie ist mir die ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der halten soll. Moment. Ich muss mal ganz kurz zu Steam rennen. Da bin ich wieder. Ja, was soll ich davon halten? Vor allem, dass wir alleine kommen sollen. Warum, warum? Vielleicht meint sie es ja wirklich nur gut. Ich weiß es ja nicht. Aber irgendwie ist mir die ein bisschen unheimlich. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Ich brauche keine Belohnung. Dich zu sehen ist der schönste Lohn für mich. Wir können doch, wartet, ich möchte euch etwas Fragen auswählen oder freut mich, dass ich helfen konnte. Wir treffen uns schon bald in den grünen Gemächern. Oder ich hoffe, ich bekomme eine ordentliche Belohnung für meine Bemühungen. Schließlich habe ich euch und eure Blumen und Büsche gerettet. Ja, das sollten wir ihr sagen. Ich gucke erstmal, was ich sie fragen kann. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich gucke mal, was sie sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Belohnung brauchen. So, was haben wir jetzt für eine Quest bekommen? Eine verdiente Belohnung. Geh mal weg da. Mit dem Sieg über den Hirschkönig schlossen wir nicht nur Aldoris Vertrag ab, sondern retteten gleichzeitig eine wunderschöne Nymphe, die Hüterin der Blüte, die außer unserer wagemutigen Anführerin niemand gesehen hatte. Stimmt, das hatte ich total vergessen. Die konnte ja irgendwie niemand sehen außer, oder beziehungsweise das hat sie niemand gesehen außer uns.
Nun erwartet unsere Heldin eine wohlverdiente Belohnung, die Nymphe in ihren grünen Gemächern treffen. Die Nymphe schlug der Baronin vor, zu ihren Gemächern zu kommen, einem alten Baum in den Ruinen inmitten der Wälder. Sonst hat sie niemand eingeladen. Wie es scheint, will die Nymphe ihre Belohnung nur der Baronin zukommen lassen. Oh, mir gefällt dieser Vorschlag nicht. Wäre ich die Baronin, würde ich mich mit Unsichtbarkeitstränken und anderen Mitteln eindecken, um Ärger zu vermeiden. Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen suspekt, aber vielleicht meinst du es ja nur gut. Was ist das denn? Kann ich da reingehen? Ins Haus. Wir gehen mal rein. Vielleicht können wir wieder ein paar Sachen klauen. Also, ich weiß ja nicht. Und ihre Geschichte war auch irgendwie ein bisschen komisch, wie sie hier hingekommen ist. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Die stört das auch gar nicht, dass wir die beklauen. Mir soll es recht sein. Was war das denn nochmal? Kann ich das irgendwie nachlesen? Nee, warte. Charakter. Kann ich irgendwie... Ah, da kann ich ja nur auf unsere... So wenig Quests haben wir erst abgeschlossen. Das kam mir irgendwie ein bisschen mehr vor. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwas war ja da mit ihr. Wir gehen erstmal... Komme ich da weg? Gebiet verlassen, da möchte ich hin. Was machen wir denn zuerst? Ich schaue mal, was am nächsten ist. Vielleicht können wir dem Nettel Bescheid sagen. So, einmal raus. Oh, dich habe ich gar nicht geskillt. Weißt du was? Dann darfst du jetzt nicht mitkommen. Da habe ich jetzt nämlich gerade keine Lust drauf. So. Ihn möchte ich mal gerne mitnehmen. Hatte ich ihn schon mal mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Das wollte ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Vielleicht sollen wir auch mal Valerie mitnehmen, von der weiß ich auch irgendwie noch nicht so ganz, was ich von ihr halten soll. Sie ist ja, glaube ich, ein Tank und so einen richtigen Tank habe ich gar nicht. Also ich versuche Amiri so ein bisschen in die Richtung zu dingsen und das macht sie eigentlich bis jetzt ganz gut. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Kahler Hügel, ein gespenstiger Hügel mit wenig bis gar keiner Vegetation. Es heißt, dass dieser Ort seine Narben vor langer Zeit aufgrund von düsteren Ritualen zu Ehren längst vergessener böser Götter erhielt. Nun ist er leblos und verdorben bis zum Zeitende. Da können wir auch noch hin. Was ist das? Brücke über den Gudrin. Ein mächtiger Strom mit Ursprung im Silberstufensee trennt die nördlichen und südlichen Kamelande. Eine massive Steinbrücke, die vor vielen Jahren errichtet wurde, bietet Reisenden einen sicheren Weg über den Fluss. Dieses Nadelöhr lockt alle an, die sich an Reisenden bereichern wollen, sei es durch Handel oder Raub. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt vielleicht sogar die ganze Karte erforschen können. Also da können wir auf jeden Fall auch noch hin. Wo war denn jetzt Albtraum im Flussbett? Das war doch irgendwo hier in der Nähe. Die Flüsschenerhebung, das ist ein süßer Name. Haben wir da schon? Wo ist denn das? War das hier? Alter Tafelberg. Lichtung in der Wildnis. Kiefernfleck. Würwedes. Schlitzzahnsversteck. Nee, das war der komische Sumpf. Ah, Baronie-Ressourcen. Können wir da jetzt hin? Tatsächlich. Wo war denn uraltes Grab? Die Sachen wiederzufinden ist nicht so leicht. Nicht so leicht. Das war doch bestimmt Ach, dahin ist es. Ich habe mir doch schon gedacht, an irgendeinem Fluss wahrscheinlich. So, dann ziehen wir mal los. Nein. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Verschwinde, fortfahren. Alt Ahorn, ja, der alte Ahorn. So, zu diesen Ausgrabungsstätten können wir jetzt anscheinend auch. Dann kann man da vielleicht auch mal hin. Was ist mit diesen Brombeerdingern? Da kann ich gleich mal gucken. So, das Gute ist jetzt, wenn das Königreich auf automatisch steht, es kann zumindest schon mal nicht scheitern durch irgendwelche dummen Fehler. Ich glaube, es kann gar nicht scheitern. Wir haben jetzt zwar keinen Einfluss mehr, glaube ich, auch nicht auf Berater und sowas. Das finde ich ein bisschen doof. Aber ich werde es wahrscheinlich dann beim zweiten Mal durchspielen anders machen. So für den Anfang, wenn man es einmal schafft durchzuspielen, ist es vielleicht ganz cool, weil dann kommst du halt auch wirklich bis zum Ende. So war der Gute, denn ich glaube, der stand hier vorne irgendwo. Ich lasse mal Tab gedrückt, vielleicht sind hier noch ein paar Sachen. Ach, da ist noch was. Haben wir das nicht aufbekommen beim letzten Mal?
Hirschkönig ist tot. Pharasma wartet. Lebt wohl, Ellie. Neues Ereignis. Forschung über das Wesen von Flüchen. David Nettle. Und 300 Erfahrungen haben wir bekommen. Der Leichnam fällt in sich zusammen. Können wir dich plündern? Ja, natürlich. Hü, 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 hü. Was hast du denn Schönes? Kurzspeer nehmen wir mit. Kann man verkaufen. Ah, das war's schon. Das war's schon. Okay. Schau ich nochmal eben, ob ich die Kiste jetzt aufkriege. Das wäre sehr schön. Wo ist er? Da vorne. Los, strengt euch an. Ach nein. Macht die Kiste auf. Luide, macht bitte die Kiste auf. Komm schon, enttäuscht mich nicht. Harem? Amiri. Gib dir Mühe. Ach verdammt, ey, das kann doch nicht wahr sein. Rengonga? Oh, was hast du denn da Schönes? Okay, wir kriegen es nicht auf. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Aber nun gut, was will man machen? Oh, wir können da hinten noch plündern. Was habe ich denn da nicht geplündert? Vielleicht war es auch nur Schrott, ich weiß es nicht, aber wir gehen mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Ach, das sieht nach was aus, das ich weggeschmissen habe. Nee, alte Rostmünze, wie sollen wir die denn da gelassen? Die nehmen wir natürlich auch mit. Und dann verschwinden wir wieder. Dann haben wir eine Quest schon mal abgeschlossen. So. Mir wurde gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es jetzt nicht weiter erforscht, dass man nämlich auch immer am 1. des Monats sonst in seinem Königreich sein muss. Das ist natürlich auch Kacke für Quests und sowas. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Das hatte ich jetzt auch nirgendwo gelesen. Vielleicht habe ich es irgendwo gelesen und ich habe es wieder vergessen. So, was kriege ich denn hier? Loyalität plus 1. Da können wir vielleicht auf dem Rückweg einmal hin. Dann reisen wir weiter und holen den Bocken ab. Der soll ja Hofalchemist werden. Jetzt müssen wir schon alle rasten hier, Leute. Oh, alle deine Charaktere sind erschöpft. Erschöpfte Charaktere können keinen Sturmangriff durchführen und erleiden einen Malus von jeweils 2 auf Stärke und Geschicklichkeit. Wenn sie sich vollständig ausgeruht haben, sind Charaktere nicht mehr erschöpft. Möchtest du dich ausruhen? Nein. Wir sind doch fast da. Betreten. Können wir uns lieber da ausruhen? Ich hatte schon mal in diese Kisten geguckt, die im Königreich stehen. Da haben wir auf jeden Fall den ganzen Schmarrn, den wir bei Orlek gelagert haben. Glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass die so übergreifen und man nicht das eine. Okay, das wär wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, wenn man die Sachen dann komplett einmal rüberkarren müsste. Da wird auch sehr viel Zeit für drauf gehen, wahrscheinlich. Das finde ich ganz gut, dass das Problem jedenfalls nicht besteht. Oh, es sieht so schön hier aus. Warum steht ihr denn da? Hö, warum kann ich auf einmal mit der Gruppe hier hin? What? Können wir hier noch lagern? Das muss ich gleich mal ausprobieren. So, bist du Bocken? Du bist Bocken. Komm her. Bocken, Bocken. Bocken stemmte seine Hände in die Hüften. Ha, der alte Bocken kennt immer noch ein paar Tricks, um diese dummen Blutsauger zu beeindrucken. Jetzt reicht es mit dem Versteckspielen in den verdammten Büschen. Zeigt mir, was ihr habt. Was? Können wir da Sachen kaufen? Tatsächlich. Warte, ich kann mal eben Kram verkaufen. Silberpulver verkaufen. Verkaufen. Das kann auch weg. Komische Weihrauch. Was haben wir da? Diese komische Speer, der kann dann, glaube ich, auch weg. So, was hast du denn Schönes? Schriftrollen. Ich glaube, da. Oh, Heiltränke wären vielleicht nicht schlecht. Mittelschwere Wunden. Wie teuer sind die? Oh, 300 Gold. Na gut, wir haben ziemlich viel Gold. Vielleicht nehme ich da mal ein bisschen was mit. Maus hängt. Honig hätte ich auf jeden Fall gerne. Und Pilze zum Kochen. Ja gut, den anderen Schmarrn brauchen wir, glaube ich, gar nicht unbedingt. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Kaufen wir das? Ich weiß halt nicht genau, was Bücher bringen. Wie teuer bist du? 16 Gold. Ich nehme das mal ganz kurz mit, ansonsten schmeiße ich es wieder weg. Was soll ich jetzt haben? Genau, mittelschwere Tränke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Handel. So, haben wir ein bisschen was. Was kann ich jetzt mit dem Buch machen? Ablegen. Wow. Der Wahnsinn. Ne, weißt du was? Kannst du dein Buch wieder haben. Verkaufen. Okay, oh, was bist du denn, Kräuterschnaps? Handeln wir auch mal. Okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Bocken, wie würde es euch gefallen, mein Hofalchemist zu werden?
Bongs Augen erstrahlend. Hofalchemist, sagt ihr? Vielleicht, vielleicht. Aber erst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Natürlich. Nicht weit von hier gibt es eine kleine Höhle. Ich habe dort immer Beeren gesammelt, bis sich Spinnen in ihr eingenistet haben. Rote Beeren. Oh, sorry, ich war gerade abgelenkt von Amiri. Rote Beeren sehen aus wie Himbeeren, heißen aber Fangbeeren. Pflückt sie für mich und bringt sie her, aber trödelt nicht herum, wenn ihr sie habt. Sie verderben recht schnell. Wenn ihr mir helft, sollte es euer Schaden nicht sein. Und ich werde noch dazu euer Hofalchemist. Warum geht denn das Wetter jetzt wieder so ab? Die Spinnen in dieser Höhle sind ausgesprochen hinterhältig. Ich gebe euch etwas Alchemistenfeuer, habe ich selbst hergestellt. Fackelt diese Spinnen ab, jagt sie aus meiner Fangbärenhöhle. Oh, da habe ich Lust drauf. Außerdem brauche ich einen Korb Mondradieschen, eine seltene und mysteriöse Pflanze. Ich weiß zwar nicht, wo man sie findet, aber Kobolde sammeln und schätzen sie. Das ist wirklich keine große Sache. Wäre ich jünger, würde ich sie selbst holen. Aber wenn ihr mir helft, bezahle ich euch dafür. 3 Tränke für die Beeren und einen Beutel Münzen für die Radieschen. Also schön, ich werde es tun. Bocken sieht dich hoffnungsvoll an, aber seid vorsichtig, ja? Seht zu, dass ihr nicht als Mittagessen endet. Eine Frage zu euren Aufträgen, was können wir da fragen? Ach, wir haben schon Mondradieschen. Bockens Miene hält sich auf und er reibt sich zufrieden die Hände. Ja, genau. Hey, und sogar noch mehr, als ich erwartet hatte. 1000 Dank. Hier, das habt ihr euch verdient. 200 Goldsmünzen haben wir bekommen. Okay. Ich gehe jetzt. Ja, sehr gut. Die haben wir nämlich schon von Altauern mitgenommen. Ich habe nämlich gerade schon gedacht, da müssen wir dann bestimmt zurück hin. Kann ich jetzt hier lagern? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann verschwinden wir. Aber was ist denn mit dem Wetter los? Irgendwie immer bei Alexanders Posten stürmt es ziemlich. Wobei, es kann vielleicht sagen, ich weiß ja nicht, was für ein Anoriel. Bist du noch hier? Ach, guck mal, sie steht hier. Können wir dich mitnehmen? Hi there, Stranger. I'm Irina, Svetlana's sister. I just arrived recently. Okay, es war doch ihre Schwester, dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung. Ja, das kann ich verstehen. Okay, wir können sie nicht mitnehmen, dann gehen wir mal wieder. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, die Monate schreiten ja auch voran. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht sowas wie Jahreszeiten gibt. Jetzt sieht es wieder so wunderschön hier aus. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht deswegen in bestimmten Monaten mehr zu so Unwettern neigt, aber keine Ahnung. Das ist jetzt auch nur eine vage Vermutung. Okay, wie weit ist denn die Höhle weg? Können wir ein paar Spinnen abfackeln? Spinnen abfackeln? Spinnen abfackeln. Gehen. Oder? Ich muss nachher beim Königreich gucken, ob das genau die identische Truhe ist, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Valerie. Valerie ist ebenso stolze wie zuverlässige Kampfgefährtin, die ihrem Schicksal als Paladin von Shilin den Rücken kehrte und stattdessen den Orden verließ, um ihren eigenen Weg im Leben zu finden. Das lesen wir noch ganz kurz, immer ganz schnell. Das funktioniert gerade gar nicht, weil ich sie nicht dabei habe. Okay. Da haben wir die Fangbärenhöhle, da gehen wir doch mal hin. Ach, das geht ja nicht. Ja. So, dann wollen wir mal rein in die Höhle. Hallo? Höhle? Höhle? Betreten. Ach, wir haben noch so viel auf der Karte nicht entdeckt. Bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Okay, ja, dann wollen wir mal uns wieder ein bisschen auf den Kampf vorbereiten. Das ist gefühlt sehr lange her irgendwie. Wir haben in der Zwischenzeit so viel anderen Kram gemacht. Ach, das sieht aber ganz schön hier aus. Das gefällt mir. So, wo haben wir eine Höhle? Was bist du? Wo ist denn eine Höhle? So, warte, ich gehe mal ganz kurz hier ein bisschen rumgucken, ob wir schöne Dinge finden. Schöne Dinge. Hirsche. Ach, guck mal, da ist schon was. Was bist du?
Ach, was haben wir denn hier? Oh, das ist ein Leichnam, ne? Das hatte ich gar nicht gesehen. Sieht aus wie ein Kobold oder so. So. Oh, da ist Böses. Da ist Böses. Da ist Böses. Da wollen wir mal direkt attackieren. Was hast du denn eigentlich für Skills? Ach du Scheiße. Spiegelbilder. Dieser Zauber schafft auf deinem Feld mehrere mein Gott. Schwieriges Wort. Illusorische Doppelgänger. Das hört sich doch ganz witzig an. Aber was mache ich denn? Kalter Hauch. Dein Berührungsangriff im Nahkampf verursacht 4D6 Punkte Kälteschaden. Oha, das ist viel. Das sind all unsere Skills, die man hier, die man. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Die man. Nur mehrmals am Tag benutzen kann. Ach, jetzt habe ich Jethel gar nicht dabei. Die kann das nämlich auch. Gut, dann machen wir das so. Ich habe gelernt, das, was umrandet ist, machen die ganze Zeit automatisch. Ich kann das anscheinend irgendwie mit Rechtsklick machen. Genau. Okay, du darfst gar nichts tun. Was hast du denn? Du hast das. Okay, ja, das kannst du gerne machen. Du kannst meinetwegen auch das machen. Und du auch das. Und was hast du? Du hast auch gar nichts. Benommenheit, das kannst du mal machen, wenn das funktioniert. Oh, da sind zwei, da sind zwei. Einer ist tot, einer ist tot. Very good. Next. Go, 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 Leute. Ach, das läuft doch wie am Schnürchen. Häutchen nehmen wir mit. Was ist das? Eine Steinplatte. So, ihr dürft alle mitkommen, Leute. Wo ist denn die Höhle? Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Nee. Das sieht nach einer Höhle aus. Feindliche Schwärme. Einige kleine Gegner wie Ratten, Spinnen und Alraunen können Schwärme bilden und als Einheit agieren. Derartige Feinde sind extrem gefährlich. Sie können mit einfachen Waffen nicht besiegt werden. Sie sind allerdings anfällig gegen Säurefiolen, Alchemistenfeuer, Zauber mit Flächenwirkung oder Zauber, die einen Angriffswurf erfordern, wie Säurespritzer. Wenn alle Stricke reißen, kannst du es auch mit Fackeln versuchen. Okay, wir haben ja ein paar Alchemistenfeuer bekommen. Ich mache das mal ganz kurz und rüste das mal aus. Säurefiole. Ausrüsten. Davon eine. Wo ist denn das Alchemistenfeuer? Name von A bis Z. Was? Das ist jetzt aber nicht von A bis Z hier. Alchemistenfeuer, wo bist du? Trank des Schildes. Das will ich doch gar nicht. Trank. Ist das kein Trank? Ist das so ein Dingsbums? Ah, nee, das kann auch nicht sein. Ach da, bist du Alchemistenfeuer? Perfekt. Ausrüsten, okay. Du kriegst auch eins. Und ein Säurefiolen-Dings. Dann benutzen wir auch endlich mal unsere ganzen Sachen hier. Das ist doch toll. So, dir gebe ich mal zwei und ein Säurefiole. So. Perfekt. Perfekt, perfekt. So, das sollte reichen. Jo, dann wollen wir mal rein. Ich bin gespannt. Also Warnhinweise sind immer schon irgendwie sehr gruselig, finde ich. Aber gut, schauen wir erstmal. Ach, da haben wir schon direkt eine Spinne. Ach, die Spinnen kennen wir doch schon. Die kennen wir doch schon. So, tut mal Stuff. Da haben wir die Spinnenschwärme, okay. Gut, dann kannst du direkt das benutzen. Und du kannst das mit dem machen. Gucken, ob ich die dann direkt damit runterkriege. Ach, sehr gut, okay. Du hast doch auch so genau das da. Kriegen wir die damit auch down? Müssten wir eigentlich. Ach, die sind schon kaputt. Da haben wir noch eine Riesenspinne. Ach, das war ja gar nicht so schwer. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht sollte ich nicht so große Töne spucken. Haben wir schon wieder einen toten Kobold, glaube ich. Ja, tatsächlich. Oh, was ist das? Fangbären.
Wurf fehlgeschlagen. Müssen wir dafür jetzt ein. Okay, wir haben Fangman bekommen. Geht's denn hier noch weiter? Das war doch jetzt noch nicht die Höhle, oder? Doch, tatsächlich. Das war die Höhle. Okay. Ich habe jetzt. Okay, gut. Ich dachte, die wäre jetzt ein bisschen größer. Aber interessant, dass man für so Büsche und sowas auch einen Wurf machen muss. Das wusste ich auch noch nicht. So, ich schaue nochmal ganz schnell hier vorne. Haben wir noch irgendwas? Ne, das war's schon. Okay, dann machen wir zurück. Dann krallen wir uns einmal Pocken. Vielleicht sollte ich öfter mal auch diese Säurefiegeln und sowas nutzen. Anscheinend sind das auch so AOE-Sachen. Die sind ja nie schlecht. So, einmal zurück. Was ist das denn? Muss ich gleich mal gucken. Ja, ich bin ja gespannt, was noch kommt. Wir haben ja den Hirschkönig besiegt, aber also irgendwas, die Story ist ja jetzt nicht vorbei. Irgendwas muss ja noch passieren. Wir machen ja jetzt nicht einfach nur Quests und irgendwann, also so Lappalien und irgendwann endet das Spiel. Deswegen bin ich mal gespannt, was es da noch irgendwie auf sich hat. Vielleicht spielt die Nymphe da ja auch ihre Rolle. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht geht es auch um diesen angehenden Bürgerkrieg oder so. Da wurde ja auch irgendwas gesagt. Und. Genau, was mir gerade einfällt, dieses eine Adelshaus ist ja auch verschwunden. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber das ist ja komplett verschwunden. Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Irgendwas scheint da ja auch vorgegangen zu sein, weil es verschwindet ja nicht einfach so ein ganzes Haus. So, Bocken, ich habe deine Fangbären. Oh, ihr seid es. Wollt ihr etwas kaufen? Eine Frage zu euren Aufträgen. Fangbären geben. Sind das die Bären, die ihr braucht? Nach einem raschen Blick auf den Korb nimmt Bocken einige Beeren und schiebt sie sich in den Mund. Ein entzücktes Lächeln huscht über sein Gesicht. Ah, Fangbären, so frisch. Ihr wart gut zu einem alten Mann. Danke, hier nehmt diese Tränke. Wenn ihr mehr braucht, kommt zurück. Ich gebe euch sogar einen Rabatt. Trank teilweise Genesung, Trank leichte Wunden heilen. Das nehmen wir doch gerne. Und ich werde für euch arbeiten. Ich weiß zwar nicht, ob ich am Hof etwas tauge, aber einen besseren Alchemisten findet ihr in diesem Teil der Wälder nicht. Nur noch eine Sache. Ich brauche eine neue Hütte. Ich muss schließlich irgendwo meine Flaschen und Zutaten aufbewahren. Eine Werkstatt, ja. Was mich angeht, macht euch keine Sorgen, ich werde meinen Teil beitragen. Okay, wir können drei Sachen auswählen. Würdet ihr noch mehr Fangbären und Mondradieschen kaufen, wenn ich sie euch bringe? Wozu braucht ihr diese Fangbären? Wozu braucht ihr diese Radieschen? Wir können es ja mal fragen. Bocken errötet und hustet in seine Faust. Die sind für Oleg. Ihm ist im letzten Sommer etwas in den Rücken geschossen, als er versuchte, alleine eine schwere Truhe zu verschieben. Ihr ahnt gar nicht, welche Heilkräfte diese Radieschen haben. Es gibt kaum besseres Schmerzmittel, effektiv auserlesen. Ich muss nur, Oleg würde seine Schwäche niemals zugeben, aber ich sehe, wie er leidet, wenn er sich bückt, um etwas aufzuheben. Der alte Mann seufzt eine Spur zu laut. Oh, wann wird der arme Bursche endlich erkennen, dass er keine 15 mehr ist? Wozu braucht ihr diese Fangbeeren? Ehrlich gesagt wurde ich mit den Jahren immer wählerischer und habe kaum noch Appetit. Alles, was ich esse, hat für mich kaum noch Geschmack. Zum Schlucken muss ich mich fast zwingen. Das Einzige, was noch schmecke, sind Fangbeeren. Deshalb würze ich meinen Haferbrei und mein Fleisch damit. Sogar meinen Tränken füge ich sie hinzu. Habe ich keine Fangbeeren mehr, esse ich gar nichts. Svetlana wollte mir helfen, die Gute. Sie hat Kuchen für mich gebacken, Fischsuppe gekocht und Wildgulasch. Aber ich konnte keinen Bissen davon essen. Ich war verzweifelt. Diese verdammten Spinnen haben mir die letzte Lebensfreude geraubt. Wärt ihr nicht gewesen, wäre ich wohl sang- und klanglos verhungert. Ich möchte ihm eigentlich gar keine neuen Fangbären und so mehr. Aber wir können es ja mal machen. Ich weiß ja nicht, vielleicht müssen wir ja nicht genau in diese Orte zurück. Vielleicht finden wir auch noch woanders welche. Ein Lächeln huscht über Bockens Gesicht und seine Augen glänzen. Tut mir leid, meine Liebe, aber wenn ihr in der Höhle wart, ist dort gewiss keine Spinne mehr übrig. Ich kann die Beeren also genauso gut selbst pflücken. Und statt jemanden dafür zu bezahlen, damit ich ein Mahl zubereiten oder einen Trank brauen kann. Und dieser Korb voller Mondradieschen ist mehr als genug für mich, um Oleg für eine lange Zeit zu helfen, meine ich. Okay, gut, damit hat sich das eh erledigt. Ich sollte gehen. Okay. Das haben wir abgeschlossen. Eine Werkstatt für Bocken bauen. Okay, nee, da müssen wir noch ein bisschen was machen.
Da müssen wir wahrscheinlich zum Königreich zurück. Jetzt müssen wir nur noch ein Labor für den Alchemisten bauen. Danach kann er sich an die Arbeit machen. Wie machen wir das denn? Ich weiß noch nicht genau, wie wir Gebäude errichten. Beziehungsweise kann ich das denn jetzt noch machen, wenn ich es auf automatisch habe? Vielleicht habe ich da noch ein bisschen Einfluss drauf. Wer weiß, das wäre sehr schön, wenn ich nicht alles dem Spiel überlassen muss. Okay. Bevor wir uns weiter auf die Reise machen, ist erstmal Schluss für diesen Part. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben ja hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Genau, die Zwergenruinen und den ganzen anderen Kram. Ah, wir müssen eh noch ein Gebäude bauen, sehe ich gerade. Ja, da schaue ich mal, wie wir das machen, wie das geht. Und gut, dann bis zum nächsten Mal.